So, dann mal auf ein neues. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Dum-dum-dum. Ah, doch, sieht gut aus. Hört man auch was? Ah, doch, sieht gut aus. Ja, hört man. Ah, doch, sieht gut aus. Ja, hört man. Ah, doch, sieht gut aus. Ja, ist gut jetzt. So, also, dann wollen wir mal seit langem mal wieder ein bisschen weiter streamen. Gezwungenermaßen Pause gemacht. So, jetzt nur das Problem natürlich. Ich möchte auch ein bisschen Fußball dabei gucken. Dann machen wir es einmal folgendermaßen. Da nämlich, schwupp. Schwupp. Ansehen. Live ansehen. Leise machen. So. So, jetzt natürlich nur folgendes Problem. Schönen guten Abend erstmal. So, seit langem sind wir jetzt mal wieder. Da kommen wir mal wieder zum Zocken, nach Krankheit, nach viel zu tun und so. Jetzt ist hier die Frage, wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß, es war ein Rätsel. Ne, wir waren bei den. Scheiße, wie heißen sie? Nicht Orni, waren die Flügelmenschen? Die Zora? Nein, wer war nochmal Zoras? Ich weiß nicht. Die Wassermenschen. Wer waren die Wassermenschen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir bei denen. Und das ist jetzt hier diese Aufgabe zum nächsten Dungeon, right? So. Wir mussten. Das war auf jeden Fall ein Rätsel mit irgendwas mit fliegenden Felsen, der aussieht wie Fisch und so. Ich schätze mal, sieht hier ganz gut aus. Ne? Das sieht aus wie ein Fisch. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Beschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns. Ja, Zora, doch Zora, genau. Die uns Zoras mit dem Himmelsvolk verbindet. Das Symbol des Königs sind Königsschuppen. Aber was genau sind das Land des Himmelsfisches und der Tropfen? Okay, Land des Himmelsfisches haben wir, right? Insel des Schuppentanz? Boah. Okay, was ist mit dem Tropfen gemeint? Und wie kommen wir, wie zum Teufel? Sollen wir eine, irgendwas, irgendeine, das ist ein Tropfen. Ist das ein Tropfen? Oh, scheiß Matsche. Nee, nur weil ich da jetzt etwas Blaues gesehen habe, dachte ich direkt, das wäre Tropfen. Kein Tropfen. Okay. Alright. Was haben wir denn da? Nein. Waren wir das schon mal? Wie geht denn dann das nochmal alles hier? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das alles geht. Markierung löschen. Markierung löschen. Markierung löschen. Okay. Gut, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich weiß, dass wir das letzte Mal ziemlich gut und hingekriegt haben so, aber jetzt muss ich halt erstmal wieder reinkommen. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches. Aber der Punkt ist halt, was ist denn das für ein Punkt? Der ist halt da hinten. Sind wir hier überhaupt richtig? Und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Genau. Inmitten schwebender Felsen. Alright. Das sieht doch schon mal gut aus. Da sind hier doch, ne, mitten schwäbischen Felsen. So. Erblicke inmitten. Der schwäbischen, ich sag schwäbischen. Die kommen aus dem Schwabenland. Die schwäbischen Felsen, ein Tropfen. Und durchschieße ihn mit irgendwas. Einen Tropfen. Einen Tropfen. Oh, das ist, nee, nee. Ah ja, wir hatten ja auf einmal so viel Platz hier, ne? Können wir es mit dem Masterschwert kaputt machen? Oh, nö, können wir nicht. Hiermit aber, right? Komm, geh kaputt. So. Inmitten von schwebenden Felsen einen Tropfen. Aber was genau ist mit dem Tropfen gemeint? Das ist eine gute Frage. Dum, dum, dum. Erblicke einen Tropfen. Jo. Jo, hier ist kein Tropfen, nirgendwo. Hier das Richtige. Moment mal.
Wir haben. Doch, wir haben die richtige Kategorie, ne? Irgendwie ist alles komisch hier heute. Ja, aber müsste passen. Warum brauche ich so lange zum Laden? Was ist denn hier los? Okay, irgendwas ist hier ganz komisch. Irgendwie kriegt mein. Also da läuft der Stream, aber warum läuft denn der bei dir nicht? Ich verstehe das nicht. I don't know. Ich lasse es erstmal laden. So, erblicke zwischen. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber ich erblicke einfach keinen Tropfen. Erblickt ihr einen Tropfen? Vor allem, was meinen die mit Tropfen? Wirklich Wasser? Oder ein Felsen, der aussieht wie ein Tropfen? Hä, warum ist der gerade kaputt? Also, wie viele Schläge der braucht, lull. So. Erblicke einen Tropfen. Oh! Schaut mal hier! Da ist ein Tropfen. Haha! Okay, wir haben den Tropfen gefunden. Alright, wir sind schon mal ne Spur weiter. Du schießt ihn mit dem Symbol des Königs. Symbol des Königs. Teleport. Alte Karte, Schwur. Symbol des Königs. Haben wir ein Symbol des Königs? Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. I don't know. Boah, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oder sind wir zu früh hier? Haben wir dieses Symbol des Königs noch gar nicht? Oder was ist dieses Symbol des Königs? Ey, scheiße, da kann ich mich einfach null dran erinnern, ne? Hatten wir das schon? Hatten wir das noch nicht? Was für ein Symbol des Königs? Ja, ein Hinox-Fußnagel ist bestimmt Symbol des Königs, right? Königsschuppe! Ah! Nice. So muss das sein. Ding. Hinweise über den Himmel geschafft. Nice. So. Eine Lichtsäule ist im Stausee östlich des Dorfs entstanden. Laut der antiken Steintafel verrät diese Lichtsäule, wo die Wasserbrücke zu finden ist. Sprich mit Sidon bei Mifas Stätte. Wie, das war's? Jetzt müssen wir jetzt schon wieder hier runter. Darunter? Hier war Sidon. Aber. Ja, ich glaube schon. Echt, das war's? Okay, ich speichere vorsichtshalber mal. Das hat jetzt. Okay, Moment. So, jetzt wollen wir nochmal schauen, nicht? Von mir aus gehen wir jetzt wieder zu Sidon. Nur ich will nicht, dass wir da jetzt wieder zu früh hingehen. Und am Ende mussten wir da noch gar nicht hin und alles ist tot. Aber der Punkt zeigt halt auch hierhin. Sidon, irgendeinen Unterschied gemerkt? Erzähl mal. Jona, was bringt dich hierher? Ich möchte etwas mit dir besprechen, Sidon. Weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Link? Link! Wie steht es? Hast du etwas herausfinden können? Oh ja. I think so. Du hast das Rätsel auf der antiken Steintafel gelöst, woraufhin eine Säule aus Licht erschienen ist. Wenn es stimmt, was auf der Tafel geschrieben steht, sollte sich an der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Gut gemacht, Link. Das sind großartige Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich diese Lichtsäule ansieht. Deine Pflichten hier sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen.
Alter, warum kann ich meinen eigenen Stream nicht aufmachen? Was ist das für eine Scheiße hier? Check ich nicht. Ich hoffe einfach mal, der Stream läuft. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Wenn ihr beide die Krise überstehen habt, ja. Ich meine, ja, schon, aber... Was denn? Was lässt sich zögern? Oh. Naja, du musst wissen... Hä? Schlamm, Beschmutzer von Mifas Städte, das ist jetzt schon der... Was? Das war schon der Dungeon... Hä? Kein richtiger Dungeon, oder was? Ein schlammbedecktes Monster? Ob das... Kann das gleich Monster sein, das Vater angegriffen hat? Sidon! Überlass die Klärung des Wassers uns, das bekommen wir schon hin, zumindest für eine Weile. Hä? Also, was? Du hast recht, ich vertraue dir voll und ganz. Link, bitte zieh noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Aber jawohl! Herr Sidon! Dieses Monster hüllt sich in Schlamm, um sich zu schützen. Ein gefährlicher Gegner, ganz klar. Doch halte Ausschau nach einer Blöße und sag dann Bescheid, okay? Ich kann dich mit Wasser umhüllen und so vor einem Angriff schützen. Wenn du dann deine Waffe schwingst, müsstest du das Wasser nach vorne schleudern können. Okay. Sidons Macht über das Wasser. Sobald Sidons Aura sichtbar ist, kannst du dich von ihm mit Wasser umhüllen lassen. Dies schützt vor einem feindlichen Treffer. Du kannst das Wasser auch durch Schwingen deiner Waffe nach vorn schleudern. Okay. Ach du Scheiße. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht. Ja. Ja. Hör auf. Nein. War das gut? Wir brauchen eine andere Waffe. Aber sowas von an. Wir brauchen eine starke Waffe. Haben wir eine starke Waffe? Oh, 46. Gib ihm. Oh. Okay. Okay. Oh, shit. Ach, Moment. Ach, das ist so wie diese anderen Viecher. Ah, wir müssen... Okay, jetzt geht er wieder in Schlamm oder so, ne? Ja, der buddelt sich wieder ein. Ist okay. Dafür benutzen wir jetzt aber dann doch nicht diese ultra krasse Waffe. Was heißt ultra krass? Aber 46 ist schon nicht schlecht. Ich komme hier nicht weiter. Beeilung. 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 Jetzt. Okay, das hat gewirkt. Jetzt müssen wir den einmal in der Mitte wieder treffen. Und dann gib ihm. Boah, ein Masterschwert macht gut Schaden. Perfekt. Das war noch nicht alles. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Ja, das war auf jeden Fall noch nicht der Dungeon-Boss oder irgendwas. Es muss noch ein richtiger Dungeon kommen. Wir haben es geschafft, Link. Der schändliche Schlammmonster hat seinen Denkzettel bekommen. Ja. Seid ihr alle unverletzt? Ja, uns geht es gut. Was für ein Glück. Wenn dir etwas zugestoßen wäre, Yona, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Wer weiß, ob noch weitere Monster auftauchen. Du solltest zur Sicherheit ins Dorf zurückkehren. Diese Rücksicht ist ja nett von dir, aber denk doch mal daran, was Link eben erzählt hat. Diese Lichtsäule, die im Stausee erschienen ist, das könnte der Schlüssel sein. So, ich muss mal gucken. Okay, hier läuft es wieder. Was ist hier mit meinem PC los, ey? Okay, sehr merkwürdig. Jetzt läuft es wieder nicht, oder was? Netzwerkfehler. Warum immer Netzwerkfehler? Was ist denn das? Check ich nicht. Andere Streams laufen bei mir, oder? Auch nicht wirklich. Also das Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich aufnimmt oder nicht, ey. Was ist das für eine Scheiße? Tja. Tja. Diese Lichtsäule, die im Stausee erschienen ist, das könnte der Schlüssel sein. Vielleicht verrät sie uns den Ursprung des vom Himmel fallenden Schlamms. Oder führt uns gar auf Prinzessin Zeldas Spur.
Du solltest uns die Arbeit hier überlassen und dich der Lichtsäule widmen, Sidon. Oh. Ja, natürlich. Juckt es mich in den Flossen, sofort mit Link loszuziehen, aber ich kann doch dich und die anderen hier nicht einfach zurücklassen. Hm. Während des Kampfes sind wir doch auch schon klargekommen. Mach dir keine Sorgen um uns. Hm. Aber... Ach, Sidon. Es freut mich ja wirklich, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Aber du bist der Prinz des Sora-Volks. Mehr noch als für mich musst du für die Einwohner des Dorfes da sein. Ich weiß, du hast... viel durchgemacht, geliebte Personen verloren, aber die Angst davor darf dich nicht beherrschen. Du musst jetzt furchtlos voranschreiten. Ja, schon, aber ich... Er hat einfach Schiss. Boah, was ist das für eine Scheiße? Tja, keine Ahnung. Ich mache jetzt mal ein bisschen und dann schauen wir mal weiter. Reiß dich zusammen! Dieses Zaudern steht dir nicht. Ich kümmere mich hier um alles. Sidon, blicke einfach nach vorn, wie du es sonst auch immer tust. Folge deinem Herzen. Meinem Herzen folgen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du wiederkommst, werde ich da sein und dich erwarten. Ich? Ja, vielleicht stimmt das. Es ist Angst. Angst, wieder jemanden zu verlieren. Ich... Ah, du hast recht, Yona. Ich werde dir vertrauen. Bitte kümmert euch um das Wasser und das Dorf. Und wir brechen hier zur Lichtsäule auf, Link. Wir gehen der Sache auf den Grund. Ich gehe schon mal vor. Du findest mich dann dort. Jojo. Dann zeig mal, wo es lang geht. Hehehe. Okay, jetzt läuft es komischerweise wieder. Ach, mein PC ist im Moment RIP, ey. Hihi. Das ist wieder der gute alte Sidon. Er wirft sich immer noch vor, dass er damals seine geliebte Schwester nicht beschützen konnte. Nun war es Sorge um mich, die seine Tatkraft gelähmt hat. Aber jetzt scheint er darüber hinweg zu sein. So gefällt er mir bedeutend besser. Link, bitte pass auf Sidon auf, ja? Yo, wir müssen erstmal auf uns selbst aufpassen. Guck mal, was in der Kiste ist. Jupp. König Zweihänder. Natürlich. 14. Können wir natürlich noch verstärken. Ah. Gau. Weg mit dem ollen Dingsbums hier. Und jetzt wollen wir nämlich dann einmal Materialien schauen nach Stärke. Genau. Daher bitte mein Falsch, bitte. Nö. Verstärkt ist diese Waffe erheblich. Ab auf den Boden. Dann nehmen wir den Königszweihänder. Endlich geladen. Hatte irgendwie mega den Loading-Simulator. Habe ich auch irgendwie komischerweise. Ich habe auch voll Probleme, aber nicht nur mein Stream. Bei den anderen ist das auch so. Denn dann steht da manchmal Netzwerkfehler. Aber erstmal schönen guten Abend, AP. Na, wie geht's dir? Jo, wieder gesund. Ja, ich hatte viel zu tun die letzte Zeit. Mein Bruder hat ja geheiratet, hier, der Lauki hat ja geheiratet und sowas, da hatten wir viel zu tun. Dann wurde ich auch noch krank. Jetzt ist aber wieder alles fit, jetzt kann ich wieder öfter streamen. Ich habe das aber auch gerade bei mir am PC und ich habe das auch nicht nur bei mir, ich habe das bei den anderen Streams auch, wenn ich die aufmache. Dann kommt entweder ein Netzwerkfehler, dann muss ich den ganzen Stream refreshen. Und dann läuft es ein paar Minuten nicht. Und dann geht's auf einmal. Überbelichtet? Normalerweise nicht. Ich kann natürlich ein bisschen dunkler machen. Aber eigentlich ist alles so wie immer. Eigentlich ist alles so wie immer. Immer noch zu hell? Ich kann auch noch mal dunkel machen. Mal schauen. So. Oder muss der Gamer mal duschen, damit der Schweiß nicht mehr reflektiert? Ey, ich komme gerade von der Dusche, ja? Das kann auch nicht sein. Ich weiß nicht, ist es eigentlich alles so wie immer? Keine Ahnung.
Heller als sonst kann aber nicht sein, weil das sind die gleichen Lampen. Und es ist die gleiche. Ist ja auch egal. Ist auch egal. Ist auch egal. Eigentlich kann das nicht sein, aber egal. Man erkennt mich. Ja. Gut. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wie ist es dir denn so ergangen, AP? Wie geht's dir? So, wo müssen wir jetzt hin? Gemeinsam mit Sidon konntest du das Monster besiegen. Von Yona ermutigt hat Sidon sich ein Herz genommen und will mit ihr das letzte Rätsel gründen. Die Wasserbrücke. Du solltest dich mit Sidon bei der Lichtsäule im Stausee östlich des Dorfes treffen. Ey, mir fällt gerade auf, du bist ja da. Es ist Dienstag. Warum bist du da? Ich meine, schön, dass du da bist, aber warum bist du da? Du kannst doch dienstags nicht. Eigentlich. Relativ in Anführungsstrichen. Okay, und unrelativ? So, uralter Arowana. Erwischt, wisst ihr. Erwischt. So, ich schätze mal, es geht. Wo ist die Wasserbrücke? Moment, ist die weit weg? Oh shit. Ja, relativ, ne? Relativ weit weg. Mein Vater kann heute nicht wegen dem Termin. Ah, okay. Und warum geht's dir nur relativ in Anführungsstrichen gut? Hört sich nicht so super gut an. So, wer bist du? Was ist das? Was ist das? Ist jetzt vom Licht her besser oder immer noch zu hell? Ich kann auch noch dunkler machen, aber irgendwie... So dunkel hatte ich das Licht noch nie. Am östlichen Stausee kann man eine Säule aus Licht sehen. Hat der Kataklysmus sie etwa entstehen lassen? Nein, das waren wir. Oh. Das Licht. Ja gut. Dann wollen wir mal, ne? Dann geht's in den... Dann denke ich mal, geht es in den dritten Dungeon. Ja, sollen wir jetzt da einfach reinspringen? Köpper oder so? Komm, wir machen einen Sturzflug da rein. Sturzflug. Oh, 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 oh. Nicht getroffen. Ja. Alles wegen dem Körper. Das musste so sein. Okay, das musste nicht so sein. Hä? Oh, shit. Wir hätten da landen sollen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum war denn da ein grünes Licht? Ich dachte, wir müssen da hin. Da ist es also. Oh, Junge. Sag mir doch eher, dass wir da oben landen müssen. Junge. Ah, guck mal, da oben ist der Tropfen. Hab Hunger, aber hab schon gegessen, aber will nichts essen, da ich eigentlich weniger essen möchte, wegen möglichen Bauchschmerzen. Und etwas abnehmen. Wegen möglichen Bauchschmerzen? Jo. Du abnehmen? Ich hab mal, so, als du mal gestreamt hast, so ein bisschen reingeschaut in den Stream. Jo, du bist doch alles andere als dick. Da muss eher ich abnehmen. Aber ich bin auch immer mit auf Diät. Ich muss auch wieder abnehmen, ey. Das ist Katastrophe. Wir müssen das letzte Stück Ausdauer essen. Essen. Ach, überfressen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Hab 95 auf der Waage. Ja gut, ich auch. Ich auch. Aber es kommt ja immer noch drauf an, wie groß man ist. Wie groß bist du? Wenn du jetzt natürlich 2 Meter groß bist... ist 95 Kilogramm gar nichts. Aber wenn du so wie ich... Ja, siehst du, du bist noch um einiges größer als ich. Siehst du, du bist sogar noch um einiges größer als ich. Ah, oh, scheiße, ey. Aber das geht doch noch. Bei 1,88 Größe 95 geht ja noch. Das ist ja nicht so kritisch. Ja, ich bin einfach 1,80. Ich bin noch 8 cm kleiner als du und habe 95 auf der Waage. Das ist wieder brutal. Vor 2,5 Jahren... Ja, vor 2,5 Jahren... Boah, ich habe innerhalb von 2,5 Jahren... Warte, ja. So, also gelingt es uns, in den Himmel emporzusteigen. Naja, ich war gerade da bei dem Lichtkegel. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. Was war das?
Hast du das gerade eben auch? Ach, nicht wichtig. Ich hab's auch gespürt, ja. Keine Zeit, jedem Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal ergründen, woher dieses Licht kommt. Oh, ich hab eine Idee. Das haben wir gerade getan. Wir haben das... Okay, oder auch. Aha. Ich hatte absolut recht. Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen. Ich bahne dir den Weg. Rein mit dir, Link. Okay. Dann hätten wir auch eigentlich auf dich warten können. Oh. Jetzt dürfen wir da rein. Kommt ihr mit mir? Ja, ne? Ihr kommt mit, oder? Ja, ihr kommt mit. Das wird wohl der Eingang dann in den Wasserdungeon sein. So, jetzt. Ja, ich hab nur gesagt, bei 1,88 Größe. Ja, sind 95 Kilo doch jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich bin einfach mal 8 cm kleiner. So 1,88 bist du groß. Ja, ja. Ich bin einfach mal noch 8 cm kleiner als du und hab 95 auf der Waage. Das ist ein bisschen. Ich hab vor. Und dann habe ich noch gesagt, ich hatte vor 2,5 Jahren. Boah, ich habe jetzt innerhalb von. Boah, was ist passiert? Ich habe innerhalb von 2,5 Jahren 20 Kilo zugenommen. Alter Schwede, ey. Vor 2,5 Jahren habe ich noch 75 gewogen. Jetzt bin ich. Also, das ist bei mir sowieso immer so ein Auf und Ab. Das ist so krass. Ich habe so einen schlechten Stoffwechsel, ne? Wenn ich einmal aufhöre, ein bisschen Sport zu machen, ey, ich nehme zu ohne Ende. Es ist so schlimm. Und jetzt mache ich. Ich hatte schon ganz oft. Ja, ein bisschen. Ja, ich hatte, boah. Also ganz früher war ich, also was heißt, also ganz früher heißt es, ich bin jetzt 30. Vor, ja, so 12 Jahren, als ich so 18, 19 war, da hatte ich einfach 110 Kilo auf der Waage. Da war ich fett. Dann habe ich 35 Kilo abgenommen. Ich war so auf 75. Dann war ich dann war ich wieder so auf 90, dann vor 2,5 Jahren war ich wieder auf 75, jetzt bin ich wieder auf 95. Ja, das ist immer so, wenn ich nur einmal aufhöre, Sport zu machen, das ist so krass, das geht so schnell hoch und runter immer bei mir. Wenn ich dann wieder Sport mache ein bisschen, ne, dann innerhalb vom halben Jahr habe ich wieder 10, 15 Kilo runter. Aber wenn ich dann wieder aufhöre, 35 Kilo in knapp 1,5 Jahren war das damals. Ja, das waren so 15 Monate ungefähr. Habe ich 35 Kilo damals abgenommen, jo. Ja, aber dann habe ich wieder aufgehört, dann geht das wieder hoch. Dann fange ich wieder Sport an, dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr 10 Kilo wieder weg. Und wenn ich dann wieder aufhöre, bin ich wieder... Das ist schlimm, ey. Es ist Katastrophe, wirklich. Spargeltomate und so weiter. Ja, in meinem Kühlschrank befindet sich jetzt... Und in meiner Küche befindet sich jetzt tatsächlich auch wieder vermehrt Obst und Gemüse und Salat und sowas. Anstatt Pommes und Pizza im Froster. Jo, ich muss wieder aufpassen, ey. Aber jetzt ist wieder Schluss damit. Ich mache wieder ein bisschen mehr Sport jetzt, dann geht das auch ganz schnell wieder runter. Aber das nervt, dass es immer so schnell auf und ab geht. Das ist echt krass. Oh, da ist irgendwas. Moment mal. Moment mal, war da nicht eine... Meinst du mich? Achso, ja, gut. Ey, ich habe wirklich Tomaten im Kühlschrank. Die kann ich nicht... So Snack-Tomaten habe ich in meinem Kühlschrank. Die esse ich voll gerne. Das ist voll lecker. Weißt du, kennst du diese kleinen Cherry... Ich glaube, heißen die Cherry-Tomaten oder Snack-Tomaten heißen die? Die sind so kleine. Kann man voll gut essen. Mag ich voll gerne. Ah, die können wir tatsächlich ziehen. Ja, ist eine Katastrophe, ey. Boah, was ist denn da los? Hui. Die sollten wir mal mitnehmen. Zora-Schwert. Heiliger.
Ah, aber ich kenne das schon mit Auf und Ab vom Gewicht her, ey, das ist. Aber ist halt so, man, es ist wie es ist. es ist wie es ist. Ja, wir müssen irgendwie. Ach so, Moment mal. Oh. Ey, du, Dicker, komm mal her. Ey, wie heißt der nochmal? Yonobo, ne? Von so einem Eimer bekomme ich dann meist Sodbrennen und oben die Decke im Mund brennt. Bei mir ist das tatsächlich so, ich bin auch gegen, das ist auch noch so ein Problem, was so ein bisschen mit reinmischt. Ich bin gegen fast so gut wie alles Obst und Gemüse auch allergisch. Wenn ich Obst und Gemüse esse, aber nur roh, wenn es gekocht ist, geht's wieder. Aber wenn ich rohes Obst und Gemüse esse, egal ob Apfel, Birne, Banane, Gurke, Tomate, Möhre, scheißegal, einfach bei allem, sogar Wassermelone und Ananas, keine Ahnung, dann fängt immer meine ganze Fresse an zu jucken. Weißt du, dann der Gaumen juckt, dann bin ich nur so die ganze Zeit immer so im Ohr am rumfummeln, damit da irgendwie das scheiß Jucken aufhört. Das ist auch super unangenehm. Ich meine, ich esse Obst und Gemüse trotzdem, weil ich halt weiß, dass es nur unangenehm ist. Ist schon. Weil ich halt weiß, dass es nur unangenehm ist und nichts Schlimmeres dabei passiert, so. Ist halt einfach nur unangenehm, aber dafür schmeckt es auch so gut. Oh ja, das ist super, super nervig. Mein Bruder hat das auch. Hier, der Loki, der hat das auch. Das ist super ätzend. Hallo, Lisa! Moini! Alter, ich möchte halt irgendwie. Ach, Moment mal, ich bin ja auch doof. Warum will ich das wieder so kompliziert machen? Moment mal. Wir können doch einfach. Nö. Bomben nehmen, oder nicht? Hier. Oh, ja, geht.